Ich heiße Zigmārs Racenis und ich befördere bettlägerige und behinderte Personen. Seit langem schon hatte ich den Wunsch, mein eigenes Geschäft zu betreiben. Ich wandte mich an Hypotheku Banka und meine Schwester half mir mit dem Businessplan. Ich war überrascht, wie rasch ich mein 5000 Lat-Darlehen bekam und meine Firma starten konnte. Ich kaufte mir also einen Kleinbus, richtete ein fahrbares Gestell ein mit einer Bahre drauf, sodass ich arbeiten konnte. Klau, Zigmār, man var atrūt, lai es uz aptieku. Jā. Nu, ļoti labi. Jā. Lūdzu. Da meine Tochter Medizin studiert und meine Frau medizinische Weiterbildung betreibt, planen wir unser zukünftiges Geschäft im Bereich der Gesundheitsversorgung. Der größte Vorteil an diesem Projekt ist, dass ich selbstständig die Arbeit tun kann, die mir gefällt, und zudem meinen eigenen Wagen habe, zu dem ich selber Sorge tragen kann. Nach der globalen Finanzkrise kollabierte die lettische Wirtschaft. Betrug das Wirtschaftswachstum nach dem EU-Beitritt noch 10% jährlich, sank es im Jahr 2009 um 18%, was zu einer Arbeitslosenrate von zeitweise 20% führte. Hier setzt das Mikrokreditprogramm an und verschafft Personen, die ein Unternehmen gründen wollen, erleichterten Zugang zu Krediten. Ich heiße Anita Ziemele und bin Pharmazeutin. Ich arbeite seit über 20 Jahren in diesem Beruf und mein Traum war immer, meine eigene Apotheke zu eröffnen. In meiner Apotheke arbeiten ich und eine Angestellte. Die Apotheke ist neu. Wir arbeiten hier seit einem halben Jahr. Ich brauchte einen kleinen Kredit von 3.500 Lats, den mir die Hypotheku Banka aushändigte. Mit diesem Mikrokredit renovierten wir meine Apotheke und führten ein Computersystem ein. Es ist schön zu sehen, dass eine Apotheke hier wirklich gebraucht wird und die Leute nicht mehr in die nächste 15 Kilometer entfernte Apotheke in Jelgava gehen müssen. Sie erhalten nun ihre Medikamente und einen pharmazeutischen Beistand hier im Dorf. Da die lettische Gesetzgebung einer Apotheke zwei Zweigstellen erlaubt, möchte ich noch zwei weitere Geschäfte eröffnen. Mit einem Beitrag in der Höhe von mehr als 7,9 Millionen Franken begünstigt die Schweiz seit 2011 zahlreiche Firmengründungen. Die Mikrokredite der Schweiz, welche durch die Hypotheku Banka vergeben werden, betragen maximal 10.000 Latz und werden Kleinbetrieben mit weniger als 9 Angestellten gewährt. Die Unterstützung fördert die unternehmerische und wirtschaftliche Entwicklung Lettlands. Mein Name ist Lucia Aizbalte und ich bin Gründerin und Verwalterin des Milciņas AG. Ich gründete die Firma zusammen mit meinem jüngsten Sohn Sigmār Aizbalte, als er mit 18 Jahren den Wunsch äußerte, in der Landwirtschaft tätig zu sein. Zuerst bauten wir Gewächshäuser, wo wir Gemüse und insbesondere Gurken züchteten. Dann produzierten wir Salzgurken und Essiggemüse. Es gab eine große Nachfrage und wir mussten vergrößern und brauchten anständige Räume für die Lebensmittelverarbeitung. Um diese Produktionsräume zu bauen, brauchten wir Geld und gingen zur Hypotheku Banka, um einen Kredit zu beantragen. Wir brauchten das Geld für Renovationen, kauften Gerätschaften und Heizung, sodass wir jetzt dem Hygienestandard entsprechend unsere Salzgurken und unser Essiggemüse herstellen können.
Da wir zurzeit eine sehr große Nachfrage erleben und nicht alle unsere Kunden beliefern können, planen wir für die Zukunft die Errichtung einer Konservenfabrik. Bis zum Jahr 2015 werden rund 700 solcher Firmen einen Kleinkredit erhalten, was mehr als 1000 Arbeitsplätze generiert. Šis mikrokredīts palīdzēs īstenot manu ideju.